Hallihallo und einen wunderschönen dritten Adventssonntag wünsche ich euch. Heute ist wieder der Tag da für einen Wochenrückblick und ich habe diesmal doch ein paar Themen zusammengekriegt. Es war ganz lustig, ich saß gestern Abend hier und habe versucht, dieses Video vorzubereiten und dachte, diese Woche war nichts los. Es ist irgendwie fast nichts Interessantes passiert und ich wusste nicht, was ich erzählen sollte und dann sprudelte es plötzlich. Also wirklich viel passiert ist nicht, aber ich habe trotzdem ein paar Sachen, über die ich was erzählen kann. Das ist ja dann schon mal ganz schön. Ja, und ich würde sagen, ich mache erst wieder so das Normale und dann kommen wir zum Weihnachtlichen. Es geht ja immer mehr auf Weihnachten zu. Wir haben schon den dritten Advent und ja, noch anderthalb Wochen und dann ist Heiligabend da. Ich freue mich schon sehr darauf. Ja, ich habe diese Woche ein bisschen mit DVDs gucken und kaufen verbracht. Überwiegend mit gucken und habe unter anderem die ersten Folgen von Game of Thrones geguckt. Ich hatte ja gesagt, dass ich mir den zweiten Band gekauft hatte und jetzt spiegelt das ja so blöd, dass ich mir ein paar Folgen jetzt angucken wollte, aber nicht zu weit, weil ja aus dem zweiten Band, den ich noch nicht gelesen habe, auch einige Details schon in die Folgen aus der ersten Staffel mit einfließen. Ja. Ich habe aber beim Gucken gemerkt, also mir gefällt die Serie sehr gut, erstmal das. Ich finde sie sehr gut gemacht, sehr gut umgesetzt, das erste Buch, was ich bisher gelesen habe. Ich habe dann beim Gucken gemerkt, dass es mir dadurch viel leichter fiel, da durchzusteigen bei diesen ganzen verschiedenen Familien und den ganzen verschiedenen Häusern. Und das ist ja doch alles ein bisschen sehr verworren, wenn man das liest, auch wenn hinten nochmal die ganzen Erklärungen dabei sind. Ja, aber irgendwie... Durch das Gucken der ersten Folgen fand ich das dann plötzlich viel einfacher zu verstehen. Deswegen bin ich jetzt ernsthaft am Überlegen, ob ich die Serie einfach weiter gucke und die Bücher halt trotzdem lese, weil Bücher ja doch noch was anderes sind. Aber dass ich halt die Serie einfach so gucke, wie ich Lust habe, ohne darauf zu achten, welches Buch da jetzt bisher mit eingeflossen ist, weil ich dann, glaube ich, die Bücher besser verstehe, dass ich da besser durchsteige und... ja, ich glaube, dann macht mir das Lesen mehr Spaß. Aber ich bin mir da noch nicht ganz sicher, weil es natürlich auch ein bisschen was an Spannung dann vom Lesen wegnimmt. Allerdings sind ja bisher erst drei Staffeln erschienen. Und die dritte ist auch noch recht teuer, weshalb ich mir die erstmal sowieso nicht zulegen werde. Also vielleicht komme ich mit dem Lesen ja dann doch recht zeitnah hinterher. Da muss ich mal gucken. Ja, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich mir die erste Staffel zugelegt habe. Mir gefällt die Serie bisher wirklich gut, sehr gut gemacht, sehr spannend. Auch wenn man das Buch schon gelesen hat und die Schauspieler sind toll, also es ist gut besetzt, die verschiedenen Rollen. Und ja, bin ich recht zufrieden mit. Das ist bisher, man weiß ja nicht, wie sich das noch entwickelt, eine gute Serie, die auf Büchern basiert, habe ich schon schlimmer erlebt. Dann habe ich mir eine Buchverfilmung gekauft, wo ich zugeben muss, dass ich die Bücher nie gelesen habe, weil sie mich... dann doch nicht so sehr interessierten. Und zwar habe ich die Chroniken von Narnia Trilogie gekauft. Also alle drei Filme in einer wunderschönen Box. Ich finde die vor allem, wenn man die auspackt, dann ist hier dieses Wappen drauf. Finde ich sehr schön gemacht. Ja, wie gesagt, ich habe die Bücher nie gelesen. Ich kenne den ersten Film, kenne den zweiten und dritten Film noch nicht. Fand den ersten aber recht gut. Ja, aber irgendwie die Bücher hatten für mich irgendwie nie einen Reiz. Ich weiß auch nicht. Da haben mich einfach nur so die Filme gereizt, so schöne Fantasy-Filme, aber irgendwie die Bücher wollte ich nie lesen und sie reizen mich auch jetzt noch nicht, wo ich zumindest den ersten Film ja schon kenne. Den habe ich schon vor längerer Zeit mal geguckt. Ich weiß nicht warum, das ist einfach so als Film okay, aber lesen muss ich es nicht unbedingt. Das ist wie bei Der Goldene Kompass, da habe ich auch den Film gesehen, aber irgendwie habe aber vorher schon überlegt gehabt, ob ich das Buch mal lese. Hat mich nie gereizt und als ich den Film geguckt hatte, fand ich den Film zwar gut, aber irgendwie das Buch lesen... wollte ich dann trotzdem nicht. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, woran das liegt, dass es so ist, aber es ist halt so. Ja, ich bin jetzt sehr gespannt auf den zweiten und den dritten Film. Die kenne ich ja noch nicht. Ich weiß noch nicht genau, wann ich sie gucken werde. Ich habe jetzt noch einige ungeguckte Filme und auch einige, die besser in die Weihnachtszeit passen. Ich muss unbedingt noch tatsächlich Liebe gucken. Das habe ich noch nicht gemacht. Und von daher... kann es gut sein, dass es erst im Januar so weit sein wird, weil ich vorher auch nicht wirklich Zeit habe zum Film gucken. Und ja, mal schauen. Ich werde dann auf jeden Fall berichten, wie mir Teil 2 und 3 gefallen. Vielleicht hauen sie mich ja so sehr um, dass ich dann doch noch die Bücher lesen möchte. Ich weiß es noch nicht genau. Ich werde mal schauen. Ja, so. Natürlich habe ich... ich muss mich mal anders hinsetzen.
diese Woche nicht nur irgendwie DVDs geguckt, sondern auch gelesen. Nicht so viel, wie ich gern gelesen hätte. Ich bin aber dennoch ganz zufrieden. Ich habe, wie geplant, mit Madison Mayfield angefangen, bin da jetzt auf Seite 206 und habe damit, ja, noch nicht die Hälfte, aber ich bewege mich sehr langsam auf die Hälfte zu. Ja, es gefällt mir sehr gut. Es ist auf jeden Fall sehr packend geschrieben. Also man kann sich da schön drin verlieren in dieser Geschichte und diesen Beschreibungen. Ich finde die Protagonistin auch sehr sympathisch. Die hat halt ein schweres Los, lässt sich aber nicht unterkriegen und ist andererseits aber auch nicht perfekt. Sie ist so ein bisschen bockig und stur manchmal. Nur jetzt kam etwas, also praktisch ein zweiter Handlungsstrang neben dem eigentlichen, dass sie ja diese Vision von Verbrechen hat, kam jetzt ein anderer Handlungsstrang hinzu. Das möchte ich euch jetzt nicht verraten, worum es da geht. Da würde ich, glaube ich, schon zu viel verraten und euch ein bisschen die Spannung wegnehmen, wenn ihr das Buch noch lesen wollt. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wohin das führt. Also ob diese beiden Handlungsstränge am Ende irgendwie zusammenführen und irgendwie zusammengehören oder ob das zwei einzelne Geschichten sind, die in diesem Buch ablaufen. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Ich weiß gerade noch nicht, was das Ganze soll, was der Autor damit bezweckt. Andererseits kommt die Geschichte gerade auch erst so richtig in Fahrt, also dass diese Visionen eine größere Rolle spielen und ja, von daher, ich glaube, da erwartet mich noch einiges, weil ich habe ja noch knapp 400 Seiten vor mir. Ja, nicht ganz, 300 Seiten und ein bisschen. Und ich glaube, da kommt noch einiges. Ja, aber momentan habe ich noch keinerlei Vorstellung, wie diese beiden Handlungsstränge zusammenlaufen könnten. Aber bisher gefällt es mir wirklich gut. Besser als das andere Buch, was ich von dem Autor gelesen habe. Das war Liberty 9. Das fand ich von der Geschichte ja nicht schlecht. Aber irgendwie, so wie es geschrieben war, das war irgendwie komisch. Da bin ich manchmal nicht durchgestiegen, konnte mir alles nicht so vorstellen. Und das ist hier ganz anders. Und was ich mittlerweile sagen muss, ist, dass das Cover einfach wunderbar zur Geschichte passt. Also erinnert total daran, wie Madisons Visionen in diesem Buch beschrieben werden. Und von daher finde ich das richtig cool gemacht. So im Nachhinein, ich wusste am Anfang nicht genau, was ich davon halten soll. Es sah zwar ganz interessant aus, aber ja. Naja, ich bin gespannt darauf, wie es weitergeht. Ich hoffe sehr, und ich gehe auch einfach mal davon aus, dass ich es jetzt die Woche beenden werde. Und dann wird es auch eine Rezension geben, weil es ist ja ein Rezi-Exemplar. Ja. Dann habe ich mit einem weiteren Weihnachtsbuch angefangen, und zwar von Karen Swan, ein Geschenk von Tiffany. Da bin ich noch nicht sehr weit. Ich habe es im Zug gelesen, bin auf Seite 39. Es war keine allzu lange Zugfahrt und ich habe während der Zugfahrt noch was anderes gemacht. Das erzähle ich euch gleich. Auf jeden Fall, ja, bin ich also gerade erst so am Anfang, habe den Prolog hinter mir. Es war ein sehr langer Prolog und jetzt geht die Geschichte erst so langsam richtig los. Ja, mein erster Eindruck, es gefällt mir an sich ganz gut. Es sind sehr, ja, individuelle Charaktere, also so alle sehr unterschiedlich, aber dennoch alle so ein bisschen ähnlich, weil sie kommen alle so aus, wie nennt man das, höheren Rängen, Sphären, keine Ahnung, also so High Society. Und es ist, war im ersten, also im Prolog, sehr so mit Mode und den Namen von verschiedenen Designern. Und ja, so ein bisschen erinnert es mich an Sex and the City, von der Art, wie die Freundinnen da miteinander umgehen. Also es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, nicht so was, was ich sonst so lese, von den, einfach von dem Grundaufbau her, von den Charakteren her und von deren Welt, in der die leben, her. Es ist sehr interessant. Ich bin neugierig darauf, was mich da noch erwartet und in was für Welten die so leben, weil die ja alle in unterschiedlichen Städten leben. Und ja, also die Protagonistin Cassie ist jetzt bei der ersten Freundin in New York zu Besuch und dort ist es ganz anders, als sie das erwartet hat und als man das, glaube ich, auch als Leser erwartet hat. Also ich habe schon so einen kleinen Schock gekriegt, als ich das gelesen habe, wie die da so wohnen und ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin gespannt, worauf die Geschichte hinausläuft. Nach 39 Seiten kann man da noch nicht allzu viel sagen. Weihnachtsstimmung ist bei mir noch nicht so aufgekommen, aber ich glaube, das wird sowieso erst was zum Ende hin, wenn es dann wirklich auf Weihnachten zugeht in dem Buch. Und diese Schnitzeljagd beginnt, die sie am Ende nach Tiffany's führt. Also ich bin sehr gespannt. Ich hoffe auch, dieses Buch in der Woche jetzt beenden zu können. Ja.
Ich habe mir viel vorgenommen. Ich will einfach die 70 Bücher erreichen. Ich bin bei. Oh Gott, Moment. Sehe ich meinen Zettel von hier? Alt. Ich glaube 63. Ja. Ich habe jetzt 63 Bücher geschafft und 70 hatte ich mir für das Jahr vorgenommen. Und mit meinem Weihnachtsbuch habe ich dann automatisch eins mehr. Also kann man schon von 64 ausgehen. Das heißt, ich muss noch 6 Bücher lesen. Wenn ich die beiden die Woche schaffe, wären es 66. Dann hätte ich das Buch, was ich diese nächste Woche anfangen will, wären 67 und dann noch 3. Und über Weihnachten habe ich frei, werde aber nicht so viel zum Lesen kommen, aber vielleicht ein Buch schaffen. Und also es wird knapp, aber ich kann die 70 noch schaffen, wenn das alles so läuft wie geplant. Ich will es einfach unbedingt. Ich habe mir das so fest vorgenommen. War vielleicht nicht so klug, mir dann so dicke Bücher auszusuchen. Naja, was heißt dick? Aber also das hier hat schon über 5, nein, über 600 sogar. Oder? Ja, knapp 600 hat es. Das Madison Mayfield hat etwas über 500, hat aber sehr große Seiten. Ja, mal gucken, wie das alles so läuft, wie ich das alles so schaffe. Ich hoffe, ich erreiche die 70. Ja, zurück hierzu möchte ich jetzt die Woche beenden. So, das sind die beiden Bücher, denen ich mich diese Woche gewidmet habe. Wo mache ich weiter? Ich habe diese Woche auch wieder ein bisschen geschrieben und habe im Zug nämlich geschrieben. Das wollte ich euch erzählen. Ich arbeite seit langer, langer Zeit, seit einigen Jahren an einer Fantasy-Reihe und das ist so mein absolutes, wo ich halt immer wieder drauf zurückkomme, wo ich immer wieder neue Ideen habe. Das ist mittlerweile so mega groß geworden und ich weiß gar nicht, wie ich alle meine Notizen sortieren soll, um nichts zu vergessen. Naja, auf jeden Fall. Arbeite ich da schon länger dran und habe auch ein Band eigentlich schon fertig geschrieben und einen fertig geplant. Und ja, aber mir fehlte immer so dieses allererste Kapitel vom ersten Band. Ich habe das nie perfekt hingekriegt. Das war immer, ich habe ganz viele verschiedene Fassungen geschrieben, 10 Stück oder so. Und keiner hat mir gefallen, weil einfach keiner so das richtige Gefühl vermittelt hat und die richtige Aussage gemacht hat, die ich halt für den Anfang der Reihe haben wollte. Und dann kam mir vor ein paar Tagen die sensationelle Idee, wie dieses erste Kapitel aussehen soll. Und ich saß im Zug und habe das geschrieben und das ist es einfach. Ich war so glücklich. Ich habe es geschrieben und merkte so, das ist das erste Kapitel, nachdem ich so lange gesucht habe. Und da ich das jetzt fertig habe, habe ich auch so mehr die Motivation, mich wieder diesem Ganzen zu widmen. Einfach weil so diese erste große Hürde oder dieses Problem, was ich halt die ganzen Jahre hatte, jetzt bewältigt ist. Und oh, ich freue mich da einfach mega drüber. Und ich bin von diesem ersten Kapitel total begeistert und ich ärgere mich, dass ich nicht schon früher diese Idee hatte, weil sie einfach voll simpel ist. Aber sie vermittelt halt endlich dieses richtige Gefühl, was ich in diesem ersten Kapitel erzeugen wollte. So viel nur kurz dazu. Ich muss das einfach kurz erzählen, weil es so ein mega Highlight für mich diese Woche war, dass ich dieses erste Kapitel endlich so hingekriegt habe, wie ich es schon seit Jahren versuche. Und zum Thema von mir geschriebenes habe ich dann noch was anderes. Ich hatte nämlich eine Idee und wollte wissen, was ihr davon haltet. Ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich schreibe und ich habe dann unter den Videos öfter Kommentare gekriegt, dass einige von euch es interessieren würde, was ich so schreibe und ob man das denn nicht irgendwie lesen könnte. Und ja, ich hatte jetzt die Idee, falls euch das wirklich mal interessiert, was ich so schreibe. Ich habe ja einige Kurzgeschichten auch geschrieben, dass ich, wenn genug Interesse besteht, weil es schon ein bisschen Arbeit wäre, das Ganze mal als Hörbuch praktisch aufnehme, dass ich eine Kurzgeschichte raussuche mit nicht so vielen Seiten, dass ich die lese, das aufnehme und Fotos dazu raussuche und das Ganze schön unterlege und da dann halt ein Video draus mache, wo man aber eigentlich nur hört, wie ich halt diese Geschichte lese und das mit passenden Fotos eben unterlegt ist. Ja, also Hörbuch praktisch, aber eben ein kurzes Hörbuch, nur von so, weiß ich nicht, 10 Minuten vielleicht. Eben eine Kurzgeschichte und ja. Das war meine Idee für mich. Schön wäre es halt nochmal so ein bisschen Feedback zu kriegen. Und wie gesagt, einige von euch hatten mich ja gefragt, ob es möglich wäre, das zu lesen, was ich denn so schreibe und dass sie schon neugierig darauf sind. Von daher dachte ich, schlage ich euch das einfach mal vor. Wenn ich das machen würde, wenn ihr daran Interesse habt, dann erst im neuen Jahr, weil es halt doch ein bisschen Arbeit wäre. Ich glaube nicht, dass ich das mit einem Mal lesen gleich perfekt aufgenommen kriege und dann die passenden Fotos dazu zu schießen und rauszusuchen, wird auch eine Weile dauern. Also es wäre frühestens im Januar dann soweit.
Aber ihr könnt mir erstmal sagen, was ihr von dieser Idee haltet. Ich würde das eigentlich sehr gerne mal machen. Auch einfach hätte ich mal Lust, das halt auszuprobieren, sowas zu lesen und halt so diese Fotos zusammenzustellen. Ich glaube, da hätte ich eine Menge Spaß bei. Von daher würde ich das auch einfach gern mal machen. Aber eben nur, wenn euch das wirklich interessiert. Wenn ihr wirklich mal wissen wollt, was ich so schreibe. Wenn ihr meine Stimme ertragt, vielleicht findet ihr das dann doch ein bisschen nervig, mich 10 Minuten nur quasseln zu hören, ohne mich dazu zu sehen, wer weiß. Keine Ahnung. Ja, das ist so eine Idee, die mir vor kurzem gekommen ist. Ich glaube, ich habe euch das auch noch nicht vorgeschlagen. Ich weiß, dass ich es in letzter Zeit einigen Leuten erzählt habe. Überwiegend aus meiner Familie. Deswegen war ich mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob ich das euch schon mal erzählt habe. Ich glaube aber nicht. Wenn doch, dann ist das jetzt nichts Neues für euch. Aber ihr könnt mir halt trotzdem mal eure Meinung schreiben, was ihr davon haltet, von dieser Idee. Ja, so viel dazu. Bevor wir zum Weihnachtlichen kommen, noch eine kleine Info. Ich habe meinen Sub gezählt gestern. Ich hätte es nicht tun sollen. Das war ein Riesenfehler. Als ich angefangen habe mit YouTube, war mein Sub sehr klein. Ich hatte eigentlich nie einen Sub, weil ich immer Bücher gekauft und direkt gelesen habe. Oder Bücher ausgeliehen und direkt gelesen habe. Was auch daran lag, dass ich noch nicht so die Mittel hatte, mir ständig Bücher zu kaufen. Dann habe ich ja zu der Zeit, wo ich meine Ausbildung angefangen und mein erstes eigenes Geld verdient habe, habe ich angefangen mit YouTube. Und dadurch, dass ich Geld hatte, konnte ich mir Bücher kaufen. Dadurch, dass ich angefangen habe, Videos zu drehen, wollte ich natürlich auch immer neue Bücher zeigen. Und dadurch, dass ich schon Monate vorher angefangen habe, Videos zu gucken, wollte ich natürlich auch ganz viele neue Bücher haben, weil ich so viele neue Bücher entdeckt habe. Und ich denke, dass ihr euch vielleicht in ein, zwei, drei der Dingen wiederfindet, weil vieles davon eigentlich für jeden zu Weihnachten dazugehört. Das sind halt so Sachen, die man mit Weihnachten verbindet. Und dann habe ich halt die fünf rausgesucht, die mir so als erstes in den Kopf schossen, die ich so am schönsten mitfinde. Ich habe sie nicht geordnet nach Platz 1 bis 5, weil ich alles davon toll finde und alles so eine Bedeutung hat. Es fiel mir einfach schwer, mich zu entscheiden, was ich da auf Platz 1 tue, was mir davon dann am wichtigsten ist oder was ich davon am schönsten finde. Ja, es wird also jetzt eher so ein bisschen Erzählstunde. Wenn ihr nicht wissen wollt, wie ich Weihnachten feiere, müsst ihr abschalten, aber ich rede da gern drüber. Von daher finde ich das Thema auch gerade sehr schön. Ja, der erste Punkt auf meiner Top-5-Liste ist das Krippenspiel bzw. die Kirche. Wir gehen wirklich nur einmal im Jahr zur Kirche. Und zwar zu Weihnachten, also an Heiligabend. Und bei uns gibt es, glaube ich, wie überall anders auch, immer so ein Krippenspiel. Das heißt, Kinder aus der Grundschule, so in dem Alter meistens, führen halt die Weihnachtsgeschichte als Krippenspiel auf, als kleines Theaterstück. Wobei es nicht immer diese typische Geschichte mit, was war das? Ich habe irgendwas gehört. Mit Maria und Josef und Jesus ist. Es gab auch schon Geschichten über Engel und es gab letztes Jahr, das fand ich sehr schön, ein Musical, wo halt immer passende Lieder gesungen wurden und da steckt immer richtig viel Arbeit hinter. Und wir gehen schon seit ich denken kann in dieses Krippenspiel. Das ist immer so nachmittags, so um 4, 5 rum, geht eine Dreiviertelstunde dann meistens und das ist halt wirklich kein richtiger Gottesdienst. Das ist eben nur dieses Krippenspiel und vorher, hinterher dann nochmal einen Text aus der Bibel und nochmal ein Vater Unser oder sowas, aber es ist halt wirklich so gestaltet, dass es auch für Kinder interessant ist. Und ja, das gehört für mich einfach dazu. Wir machen das eben jedes Jahr, dass wir da hingehen und schon seit ich denken kann, ich glaube, selbst als Baby bin ich da schon hingegangen. Und ja, es weckt einfach diese erste richtige Heiligabendstimmung, dieses erste Besinnliche, weil in der Kirche, wenn, da sind dann halt auch Tannenbäume aufgestellt und da brennen dann überall Kerzen, das wird immer alles richtig schön gemacht und dann werden da natürlich auch Weihnachtslieder gesungen. Also ein Lied, was bei uns immer gesungen wird, ist zum Beispiel Stille Nacht, Heilige Nacht. Und ich finde, das ist einfach ein wunderschönes, sehr ruhiges und besinnliches Weihnachtslied. Und das singt dann halt die ganze Kirche und da kriege ich immer so ein bisschen Gänsehautgefühl. Ich weiß auch nicht, das ist total schön. In der Kirche, wo wir früher mal waren, wurden dann zu dem Zeitpunkt auch alle Lichter ausgemacht, bis auf halt die Lichterketten an den Weihnachtsbäumen und die Kerzen, die überall rumstanden. Das war dann halt nochmal ein Ticken schöner, nur mit dieser schwachen Beleuchtung, nur mit dem Kerzenlicht. Ja, jetzt gehen wir in andere Kirche, da wird das nicht so gemacht, aber da ist es trotzdem immer sehr schön, ja. Und da beginnt für mich auch eigentlich erst so richtig der Heiligabend, weil anschließend, das ist der nächste Punkt auf meiner Liste, ist bei uns das beziehungsweise das Heiligabend Kaffee trinken. Wir setzen uns halt nach der Kirche und vor der Bescherung
als Familie zusammen, also nur so die kleine Familie, meine Eltern, meine Geschwister und ich. Und essen Lebkuchen, zünden den Adventskranz an, trinken warmen Kakao und hören Weihnachtsmusik und unterhalten uns ganz in Ruhe und freuen uns einfach über Heiligabend und sitzen in Ruhe zusammen und werden dann schon so langsam ein bisschen aufgeregt, weil es auf die Bescherung zugeht. Ja, früher, als ich klein war, war das natürlich alles noch ein bisschen aufregender. Mittlerweile freue ich mich dann einfach, da zu sitzen und genieße diesen Moment, dieses Besinnliche, vor allem, weil es ja auch irgendwie das Ende dieser Zeit ist. Dieses Besinnlichen, also am 25. und 26. wird zwar auch noch Weihnachten gefeiert, aber das ist dann schon alles ein bisschen, ja, nicht stressiger, aber eben nicht mehr so ruhig und flauschig wie die anderen Tage, wie die Adventssonntage. Und ja, von daher genieße ich das dann immer noch mal und freue mich dann aber auch auf die Bescherung und dabei zuzusehen, wie andere meine, also die Geschenke, die ich ihnen schenke, auspacke. Und ja, es ist dann praktisch, es läutet dann wirklich so diesen Abend ein. Es beginnt mit der Kirche, die macht so den ersten Vorgeschmack auf den Tag, auf den Heiligabend. Und dieses Adventskaffee läutet es dann nochmal richtig ein. Finde ich einfach immer sehr schön, da freue ich mich immer drauf. Und das wird auch bei uns jedes Jahr so gemacht. Wir haben da so einen festen Ablauf. Und ja, was wir seit einiger Zeit machen, was auch zu meinen Top 5 gehört, ist dieses traditionelle Essen von Kartoffelsalat und Würstchen. Ich kann euch gar nicht sagen, warum ich das so toll finde, aber ich freue mich wirklich heute ist der 14., am 14. schon darauf, am 24. Kartoffelsalat und Würstchen zu essen, weil zum einen der Kartoffelsalat, den wir hier machen, mega lecker ist. Und ich weiß auch nicht, erstmal ist das so ein Essen, was ich mittlerweile, auch wenn wir das noch nicht so lange so traditionell machen, mit Weihnachten verbinde und wo dann so die erste Funke Heiligabendstimmung aufflackert. Wir essen das halt mittags vor dem Gang zur Kirche. Ja, aber irgendwie, weiß ich, wir essen das sonst auch das ganze Jahr nicht so. Wir essen zwar mal Kartoffelsalat, meistens wenn wir grillen, aber da gibt es ja dann noch jeden anderen Kram dazu. Und so ein Würstchen essen wir zwischendurch auch mal, aber so nur Kartoffelsalat und Würstchen zusammen in der Kombi als Mittagessen essen wir sonst das ganze Jahr nicht. Und das ist dann wirklich nur Heiligabend so und es ist lecker und irgendwie, weiß ich nicht, da kommt dann so der erste Funke Weihnachtsstimmung richtig dann nochmal auf. Ja, keine Ahnung, ich kann es euch nicht beschreiben. Ich finde es einfach lecker und ich verbinde es mittlerweile mit Weihnachten. Und ich finde, wenn man bedenkt, dass man, oder dass bei uns ist es zumindest so, dass dann abends nach der Bescherung nochmal dick gegessen wird und am 25. gibt es ein großes Essen, da gibt es bei uns Gans bzw. Ente. Jedes Jahr ein bisschen anders, mal Gans, mal Ente. Ich esse beides nicht, ich kriege immer Pute. Und eine Riesentorte gibt es dann am 25. noch und am 26. gibt es auch nochmal Kuchen und abends dick essen. Von daher finde ich es dann auch ganz schön, dass man an Heiligabend, also dass man dann mittags halt nur so eine, ja, eher so was noch Leichteres ist, noch eher so eine Kleinigkeit, etwas, was nicht ganz so mega satt macht und nicht so kompliziert zu machen ist. Also, weiß ich nicht, wo man nicht ewig lange vorm Herd steht, bedürft natürlich auch einiges an Vorbereitung, aber nicht so viel wie dann eine Gans mit 1000 Beilagen und einer Torte und ja. Keine Ahnung, verbinde ich einfach mittlerweile mit Weihnachten und darauf freue ich mich irgendwie schon sehr. Und ich weiß jetzt, wenn ich Heiligabend da sitze, mittags und diesen Kartoffelsalat vor mir sehe und diese Würstchen esse, dann ist für mich Heiligabend. Ich weiß auch nicht warum, das ist einfach so. Punkt 4 ist bei mir der Weihnachtsbaum, den wir gestern gekauft haben. Das ist auch immer so eine Sache, die einfach in die Weihnachtszeit gehört. Es geht nicht nur darum, diesen Baum aufzustellen und zu dekorieren und dass er dann da steht, so wie es halt sein soll mit den Geschenken unten drunter am Heiligabend. Es ist auch allein schon dieser Kauf, der nochmal so die Vorfreude weckt. Und bei uns ist das ja eine grandiose Sache. Ich bin da sehr pingelig. Also der Baum muss wirklich perfekt sein. Er muss einerseits dicht bewachsen sein, aber andererseits nicht so dicht, dass man ihn nicht mehr schmücken kann. Und er muss, ja, die Natur ist nicht so für Gleichmäßigkeit, aber dennoch muss er einigermaßen gleichmäßig bewachsen sein und nicht hier eine riesen Lücke haben und da dann so mega breit. Und er muss größer sein, als ich es bin. Am besten bis zur Decke reichen und trotzdem muss halt noch diese Spitze da oben drauf passen. Und er muss gut riechen. Er muss so nach Tanne riechen, dass das ganze Haus danach riecht, weil ich liebe diesen Duft und er muss auch schön grün sein. So.
Ich habe sehr hohe Ansprüche an so einen Weihnachtsbaum und die letzten Jahre war es echt so, dass wir erst ein paar Tage vor Heiligabend los sind, um einen zu kaufen. Und da gibt es dann natürlich nur noch diese ekligen Krüppelteile, die keiner mehr haben will. Deswegen, ich gehe zwar jedes Jahr mit, aber es macht mich jedes Jahr aggressiv, dass wir dann so spät losgegangen sind. Aber dieses Jahr sind wir endlich mal pünktlich losgegangen, nämlich am 13. gestern. Das heißt, 10 Tage, nein, 11 Tage vor Heiligabend, nachdem der Verkauf gerade erst begonnen hatte. Und wir haben so einen schönen Baum. Wir haben uns Dutzende angeguckt und haben dann den perfekten gefunden. Also ich bin verliebt in diesen Baum. Ich bin so froh, dass wir dieses Jahr so einen schönen Baum gekriegt haben und freue mich schon darauf, ihn geschmückt zu sehen. Ich muss sagen, ich schmücke die nicht so gerne selbst. Ich lasse mich überraschen. Früher war das bei uns so, dass wir den Baum nicht sehen durften als Kinder. Der wurde am 23. abends geschmückt und wir durften ihn erst zur Bescherung am nächsten Abend sehen und bis dahin durften wir das Zimmer nicht betreten. Jetzt ist es so, dass wir sind halt umgezogen und haben nicht mehr ein getrenntes Wohnzimmer, sondern haben so ein Wohnzimmer, Esszimmer und Küche und Flur in einem. Also unten ist in unserem Haus ein großer Raum, wo das alles drin ist. Da kann man natürlich keine Tür zumachen. Das heißt, der Baum steht da, wird am 23. geschmückt und man kann ihn sehen. Ist ein bisschen schade, aber um mir zumindest so einen Teil dieser Überraschung zu bewahren, habe ich gesagt, schmücke ich da lieber nicht mit. Ich gucke ihn mir dann an, wenn er fertig ist und versuche so lange wie möglich mit, also ohne genaue Blicke drauf zu werfen, an diesem Baum vorbeizugehen und sehe ihn mir erst an Heiligabend so richtig an, wenn einfach kein Weg mehr drumherum führt, weil die Geschenke drunter liegen. Ist ein bisschen blöd, klappt auch nie. Ich sehe ihn natürlich immer vorher, aber ich versuche mir so einen Teil der Überraschung zu behalten, so einen Teil des Effekts an Heiligabend, wenn dann auch nur der Weihnachtsbaum brennt und ein paar Kerzen und versuche das dann erst in mich aufzusaugen, wie dieser Baum aussieht. Das ist mir irgendwie ganz wichtig. Und bei uns ist der Baum so mit blauen und roten Kugeln gehalten und zwischendurch dann mal so ein Teddybär und ein Engel. Bei meiner Oma, das ist auch immer ein Highlight für mich, die hat halt so eine sehr hohe Decke. Also die haben irgendwie nicht 2 Meter, sondern 3. Und hat dann natürlich auch einen monstermäßigen Baum immer da stehen. Der ist einfach groß. Also so einen großen Baum habe ich sonst bei noch keinem gesehen. Und der ist immer schön, weil meine Oma da auch Perfektionistin ist. Sie sucht den sehr sorgfältig aus und schmückt den sehr sorgfältig und hängt da stundenlang Lametta drüber. Etwas, was wir mittlerweile aufgegeben haben, weil es ja wirklich ewig dauert, das Lametta vernünftig hinzuhängen. Ich habe ihr einmal geholfen beim Schmücken. Hab dieses Lametta aufgehängt und sie stand wirklich daneben. Nein, das muss dahin und das muss dahin, sonst sieht es nicht aus. Also sie hängt selbst dieses Lametta mit Perfektion an dem Baum. Aber es lohnt sich, weil dieser Baum sieht einfach jedes Mal wirklich umwerfend aus. Und bei ihr ist es wirklich noch so, wir gehen dann halt nach der Bescherung hier dorthin und feiern mit der ganzen großen Familie. Und da ist es wirklich so, dass die Tür bis zur offiziellen Bescherung geschlossen ist und wir dann erst rein dürfen und dann erst den Baum sehen. Und das genieße ich jedes Mal aufs Neue. Ja, und dann wären wir auch schon beim fünften Punkt, den ich eigentlich gerade schon mit angeschnitten habe, nämlich einfach Familie treffen. Es ist einfach, wir kommen auch so öfters mal als Familie zusammen an Geburtstagen, an Ostern, an Nikolaus, an ja, verschiedenen anderen Tagen. Trotzdem ist es an Weihnachten nochmal was Besonderes, weil an den Geburtstagen und so, dann fehlt doch mal einer, der irgendwie arbeiten muss oder der keine Zeit hatte. Und an Heiligabend haben wirklich alle frei, es haben alle Zeit und es kommen auch alle. Ist halt so der absolute Familientag. Und es ist dann, in unserer Familie ist es immer laut und immer hektisch und es gibt immer mindestens einen Streit, aber es gehört einfach dazu und ich genieße das jedes Mal, dass einfach alle da sind und alle für längere Zeit zusammensitzen, weil wir an so einem Geburtstag sind vielleicht so 3 Stunden mal 4, wenn überhaupt. Und es verteilt sich dann so irgendwie komisch, sodass man dann doch nicht so ganz zusammensitzt. Aber an Heiligabend ist es einfach dadurch, dass wir dann alle gemeinsam Bescherung machen. Das dauert allein schon 1 Stunde und dann essen wir alle groß gemeinsam. Da sitzt man dann doch noch ein bisschen dichter zusammen, ein bisschen länger zusammen und dadurch wird das Ganze noch ein bisschen schöner. Und in diesem Jahr bekommen wir Besuch von einem Onkel, der weiter weg wohnt und den ich seltener als einmal im Jahr sehe für gewöhnlich. Und der kommt halt über Weihnachten und Silvester dieses Jahr und darauf freue ich mich wirklich schon sehr. Und dadurch ist die Runde dann nochmal ein bisschen schöner. Und ja, dadurch, dass wir uns dann am 26. auch nochmal in der ganzen großen Familie treffen, verbringen wir, glaube ich, das ganze Jahr über nicht so viel Zeit am Stück miteinander als Familie als in diesen 3 Tagen. Am 25. haben wir halt hier nur die kleine Familie, ich mit meinen Geschwistern und meinen Eltern.
Aber auch da sitzen wir mehr zusammen als sonst. Und kurz darauf ist dann mein Geburtstag. Da sitzen wir auch nochmal in einer größeren Runde zusammen. Und kurz darauf ist Silvester. Da feiern wir auch nochmal alle zusammen. Und es ist einfach diese ganze Woche von Heiligabend bis Neujahr, wo wir total als Familie viel mehr Zeit haben, um zusammenzusitzen und viel mehr Zeit miteinander verbringen. Und das finde ich auch wirklich sehr, sehr schön. Und da freue ich mich jedes Jahr drüber. Ja. Das waren meine Top 5 der Weihnachtsrituale oder eben dessen, was bei mir an Weihnachten so abläuft. Und dieses Video wird gerade mega lang, merke ich, einfach weil ich gerade zum Erzählen gekommen bin. Aber ich rede da so gern drüber über Weihnachten, weil Weihnachten einfach so ein schönes Fest ist. Ich liebe die Weihnachtszeit. Und ich freue mich so auf nächstes Jahr, wenn ich über Weihnachten Urlaub habe und wirklich zwischen Weihnachten und Silvester und kurz vor Weihnachten und kurz nach Silvester nicht arbeiten muss, weil ich wirklich, ich glaube, 3 Wochen. Ah nee, Moment. Doch, 3 Wochen frei habe. Also vom 21. bis irgendwie, weiß ich nicht, Anfang Januar. Also, ach, super, da freue ich mich einfach mega drauf. Also von mir aus können wir auch einfach mal ein Jahr vorspulen. Naja, egal. Ja, ich will dieses Video nicht mehr allzu lang halten, deswegen kommen wir nur ganz kurz zu meinem Wochenausblick. Ein Buch, was ich mir halt neben denen, die ich beenden möchte, noch rausgesucht habe, was ich nächste Woche anfangen will, ist das Buch, was ihr im Subvoting gewählt habt, nämlich Das Rachespiel von Arno Strobel. Ich möchte es unbedingt vor Heiligabend lesen, weil ich es über Weihnachten selbst nicht lesen möchte, weil es mir dazu einfach zu düster ist. Und nach Weihnachten wird, glaube ich, die Zeit zum Lesen sehr begrenzt sein, weil ich einerseits halt arbeiten muss, andererseits Geburtstag habe, wo dann ein Tag in Anführungszeichen verloren geht und an Silvester werde ich wohl nicht zum Lesen kommen und an Neujahr wahrscheinlich auch nicht und da ist sowieso dann schon Januar und ich möchte dieses Buch eben im Dezember noch lesen, weil es ja im Subvoting, weil ihr extra dafür gewotet habt und das auch für Dezember eingeplant war. Also werde ich dieses Buch jetzt im Laufe der Woche hoffentlich anfangen können, spätestens am Wochenende. Ich werde das im nächsten Wochenrückblick berichten. Das ist ja Gott sei Dank ein nicht ganz so dickes Buch, es hat nur etwas über 300 Seiten, von daher müsste ich das im Dezember auch trotz Feiertage auf jeden Fall noch schaffen. Und ich habe mir dann schon ein paar Videos überlegt für die kommende Woche. Huch. Beziehungsweise ein paar Videos vorbereitet und ich will euch einfach nur mal kurz sagen, was so kommt, damit ihr ja schon mal darauf eingestellt seid und einfach vielleicht das mit einplanen könnt in eure Video-Guckplanung, wie auch immer. Es wird einmal den Weihnachtstag von mir geben. Ich wurde dafür getaggt. Ja, freut euch darauf. Das wird wieder mega Erzählstunde, weil da geht es halt auch wieder darum, wie man ja, Weihnachten feiert und solche Sachen. Und wie ihr gerade gemerkt habt, bei dem Thema komme ich schon ein bisschen ins Erzählen und auf den Tag freue ich mich schon sehr, weil ich glaube, dass er auch nochmal in mir so ein bisschen Weihnachtsstimmung wecken wird. Und ja, dann habe ich wieder ein Top 5 Video für euch nach langer, langer Zeit. Und zwar geht es diesmal um die Top 5 der Buchtitel. Also die Titel, die mir am besten gefallen haben. Und entgegen meiner ursprünglichen Aussage, beziehungsweise ich hatte es ja überlegt, wegen den Sub-Videos, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt bis auf die neuesten Bücher alle Bücher von meinem Sub gezeigt und wusste nicht, ob ich dann noch Videos darüber mache. Habe aber gesagt, vielleicht gibt es noch ein, zwei zu den E-Books und ich mache das jetzt wirklich so. Also wird es ein Top-5-Video, meine Güte, geben zu 5 E-Books von meinem Sub. Jetzt habe ich, glaube ich, voll den Mist gelabert. Ich glaube, ich habe gerade Top-5-Video gesagt. Also es wird ein Video der Subreihe geben, 5 Bücher von meinem Sub, diesmal mit den E-Books. So, das sind die 3 Videos, die ich auf jeden Fall schon eingeplant habe. Sonntag wieder den Wochenrückblick und macht 4 Videos und ein Bücherregal-Video wird es auch noch geben, denn ganz sind wir noch nicht durch in meinem Regal. Nur jetzt kommen wir langsam zu den Regalen, die sich ein bisschen schwerer filmen lassen, weil sie weiter oben an der Wand hängen und ich nicht genau weiß, wie ich da hinkommen soll. Ja, so, und dieses Video ist jetzt lang genug, von daher wünsche ich euch noch einen schönen dritten Advent. Genießt die letzte Adventswoche, denn nächsten Sonntag ist der 4. Advent und dann ist Heiligabend schon ganz schnell da. Für mich wird es eine sehr stressige Woche. Ich muss die komplette Woche samt Wochenende arbeiten und muss nebenbei noch einiges für Weihnachten vorbereiten und hier ein bisschen aufräumen, weil wir ja Besuch kriegen, der halt hier bei uns übernachtet. Und ich finde, da muss es einfach picobello ordentlich sein. Und da muss ich noch einiges machen und Geschenke einpacken und keine Ahnung. Es wird eine stressige Woche. Noch dazu kriege ich eine Erkältung, ich merke schon. Oder hab sie schon. Und ich weiß einfach, dass diese Woche mega nervig wird, einerseits.
Aber andererseits ist es die letzte richtige Adventswoche und ich sollte sie genießen. Mal gucken, wie mir das so gelingt. Ihr könnt es ja vielleicht ein bisschen verfolgen auf Instagram und Facebook, mal sehen, wie ich da so tätig sein werde. Und ich freue mich einfach, wenn Weihnachten dann da ist, so langsam. Ich werde schon so ein bisschen ungeduldig. Naja, ja, wie gesagt, genießt die letzte Adventswoche, habt eine tolle Woche, kauft die letzten Geschenke, esst fleißig Lebkuchen und schaltet bei meinen Videos vielleicht mal ein. Kommentiert fleißig und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss! You're on a different road, I'm in the Milky Way. You want me down on Earth, but I am up in space. You're just so hard to please, we gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s kid. I love it.